strahlen, selbstbewusst und sich schön fühlen im Alter. Das ist meine Vision für die Ü40-Ü50-Generation. Mein Name ist Dunja Nieskens, Style Coach, Make-up Artist und Master Hairstylistin. Seit 30 Jahren bin ich in dieser Branche und bin selbstständig und habe einen YouTube-Kanal für die Ü40-Ü50-Generation. In diesem YouTube-Kanal stelle ich dir vor, was dich schöner und attraktiver macht. Ich selbst habe auch diese Herausforderung. Ich bin, wie gesagt, in einem Alter, wo es auch nicht mehr so einfach ist. Die Schwerkraft ist da, alles zieht nach unten. Ich zeige dir ganz schnell mal, wie ich das meine und wo die Probleme sind. Zum Beispiel nehme ich hier einen Contouring-Stick. Da habe ich jetzt einen Truthahnhals. Möchte keiner sehen, aber es ist ganz einfach. Kontur hier einfach mal hier unten, das alles dunkel. Und wenn es dunkel ist, tritt es zurück. Das wird jetzt hier so ein bisschen verblendet. Und das Ganze macht wieder so ein bisschen strahlender und glatter. Ja, was haben wir auch? Das Problem der hängenden Mundwinkel. Möchte auch keiner sehen. Ganz schnell einmal hier den Contouring-Stick umdrehen. Wir ziehen einmal hier nach oben. Die Augenwinkel, die müssen nach oben. Und schon seht ihr, wenn ich das verblende, das Ganze zieht einfach komplett nach oben und macht dich attraktiver, jünger und strahlend schön. Und das verblenden wir noch so ein bisschen. Wo ist noch das Problem? Wir haben das Problem zum Beispiel mit dünner werdenden Lippen. Auch ganz einfach, 3D-Effekt. Hier einmal unter den Lippen, über den Lippen, das Ganze verblenden, das gibt einen 3D-Effekt. Dann nehme ich mir noch etwas Lipgloss, setze mir punktuell Glanzpunkte einmal drauf und schon seht ihr, die Lippe kommt richtig dick und fett aus. Da kannst du dir komplett das unterspritzen lassen, kannst dir das leisten, einfach nur mal mit so einem Lipgloss. Ja, wie bin ich zu YouTube gekommen? YouTube ist meine Leidenschaft. YouTube, da möchte ich einfach das, was ich selbst eben zu Hause erlebe, dass die Haut langsam ein bisschen hängt, dass alles ein bisschen schlaffer wird. Ja, das werden wir einfach in diesem Kanal besprechen und ich werde versuchen, dir zu helfen und dir neue Energie zu geben und einfach dich zu motivieren, ein bisschen mehr für dich zu tun in diesem Alter. Ja, und was gehört noch zu mir? Ich bin Botschafterin für eine Kinderschutzstiftung, habe ein Projekt ins Leben gerufen, wo wir krebskranken Kinder und haarlosen Kinder Perücken schneiden. Ich habe 3500 Friseure gefunden und jedes Kind in ganz Deutschland kann zuzahlungsfrei jetzt eine Perücke bekommen. Ja, was soll ich sagen? Ich freue mich, wenn wir uns sehen. Bis dann, ihr Lieben!